Inwiefern hören uns namhafte Handyhersteller zu? Ich möchte gerne heute herausfinden, inwiefern namhafte Handyhersteller uns gerne zuhören. Dazu habe ich mir ein kleines Konzept überlegt, womit ich glaube, dass es vielleicht am schlauesten ist, es so zu handhaben. Und zwar werde ich das Experiment in ein paar Stufen unterteilen. Die erste Stufe ist nur über die Dinge zu reden. Und ich habe mir ein Thema dafür rausgesucht, mit dem ich noch nicht in Berührung gekommen bin. Das ist Zwillingsschwangerschaft, weil ich mir so... Das hört sich jetzt so an, als wäre ich mit normalen Schwangerschaften in Berührung gekommen. Nein! Aber ich dachte mir, Zwillingsschwangerschaft ist nochmal ein Ticken spezifischer. Und falls ich nicht irgendwie schon mal mit Freunden, Freundinnen irgendwie über schwangere Frauen geredet habe im Umkreis, weiß ich definitiv, dass ich nicht über Zwillingsschwangerschaften gesprochen habe. Deswegen dachte ich mir mal, suche ich mir das als Thema aus. Weil ich dachte mir, ich fange erstmal mit einem Frauenthema an. Was mir natürlich aber auch zum Verhängnis werden könnte, weil theoretisch könnte ich ja auch so einfach nur, weil ich eine Frau bin, Werbung für Frauenkram angezeigt bekommen. Jedoch muss ich dazu sagen, dass mir mehr als selten schwangerschaftsspezifische Werbung angezeigt wurde und deswegen, ja, ich probiere das jetzt auf jeden Fall erstmal aus. Ich bin schwanger mit Elsa und Anna. Ja, liebe Leute, Elsa und Anna befinden sich hier in meinem Bauch. Es ist eine Zwillingsschwangerschaft. Und selbstverständlich muss ich euch hierzu natürlich jetzt auch irgendwie einen Kottel an die Backe labern, weil ihr müsst ja wissen, womit ich arbeite, was ich für Versuche starte und welche Mittel ich dazu nehme. Also, Elsa und Anna sind meine zwei kleinen süßen Babys und ich kann es gar nicht erwarten, mein Freund und ich, wir haben ja so lange versucht, schwanger zu werden. Und jetzt haben wir gleich doppeltes Glück mit Zwillingen gehabt. Und ich weiß nicht, ich muss sagen, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch einfach NFP ausprobieren sollen, diese natürliche Familienplanung, das ist ja auch immer so eine Sache und mir haben schon so viele Freundinnen erzählt, dass sie damit schwanger geworden sind. Also Elsa und Anna finden sich hier in diesem wunderschönen Bäuchlein drin. Gut, ich habe euch jetzt meinen Schwangerschaftsbauch gezeigt und ich als Model möchte selbstverständlich auch auf jeden Fall ein Schwangerschaftsshooting machen, weil... Da ist glatt die Kamera rausgegangen. Das kann ich verstehen. Koffein. Ich als Schwangere darf ja gar kein Koffein mehr trinken. Ich muss mir ganz viel auf entkoffeinierten Tee und Kaffee kaufen und... Oh, das ist ja voll doof. Jetzt muss ich mir Eiskaffee mal selber machen wegen dem ganzen Koffein. Und vielleicht gibt es ja auch Eiskaffee ohne Koffein. Gibt es bestimmt. Hey, gibt es das, oder? Ja, liebe Leute, ihr werdet jetzt auf meinem Schwangerschafts-YouTube-Zwillingskanal selbstverständlich die ganze Entwicklung meiner schönen Schwangerschaft... Und... Euch freuen auf das Ende des Videos vielleicht. Ohne Kissen. Jetzt, wo ich schwanger bin, werde ich höchstwahrscheinlich auch mehr auf Kosmetik achten. Weil mit den ganzen Parabenen und Paraffinen. Und vielleicht schmeißt meine beste Freundin ja eine Babyparty. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Oh, und ich muss ja voll viele Dinge wegen der Schwangerschaft beachten, weil ich muss ja einen Still-BH mir zulegen. Ich muss mich da mal reinlesen. Vielleicht finde ich ja auch irgendwelche spannenden Bücher zum Thema Zwillinge. Vielleicht muss ich ja bei einer Zwillingsgeburt ganz andere Dinge irgendwie beachten. Auch bei einer allgemeinen Schwangerschaft von Zwillingen. Oh, und was ist, wenn die Babys sich kurz vor der Geburt nicht drehen wollen? Und ich werde jetzt Tag 2 starten mit dem Versuch, elektronischen Geräten von meiner wunderschönen, niceen Zwillingsschwangerschaft zu berichten. Dafür werde ich nur mein Handy holen, weil das ist jetzt gerade leider nicht im Raum. Ich habe jetzt mein Handy geholt. Hier habe ich natürlich selbstverständlich, wie es sich für eine Schwangere gehört, ein stilles Glas Wasser. Ich bin ja richtig hart unhöflich, Moment. Habt ihr vielleicht auch Lust irgendwie auf ein Glas Wasser, auf einen Schluck Tee oder so? Dann... Nee? Nee? Okay, okay, gut. Ich wollte noch nicht unhöflich sein. Fangen wir an. Da ich schwanger bin, kann ich nur noch Wasser trinken. Und vielleicht ab und zu mal einen koffeinfreien Tee, aber das ist ja auch ein bisschen teeabhängig, weil Tee hat ein... Und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, ich muss schon sagen, noch fühle ich mich sehr gut und ich muss sagen, das mit der Übelkeit, das hat abgenommen. Alles Gute ist, dass ich eine Familie gründen möchte, dass ich mir einen Kinderwagen kaufen will und... Ja, ich freue mich, dass meine Gebärmutter das jetzt einfach mit mir macht, als Experiment und es mit mir ausprobiert. Und
ich zwei Kinder auf die Welt bringe. Das ist ja schon, eine Hausnummer für sich so. Werde ich hier jetzt fleißig mein Wasser trinken, mein Baby-Fencheltee. Ich habe mir selbstverständlich schon Babyriegel organisiert. Ich habe mir Babykleidung organisiert. In sehr namhaften Babyprodukten sind zum Beispiel einfach Betäubungsmittel drin. Und du denkst dir dann so, wenn du das so weißt, okay, das sprengt meinen Kopf, es sind doch Babys. Wieso tut man jetzt in Shampoo irgendwie Betäubungsmittel rein? Für Babys, in Sensitiv-Shampoos. Ich wollte das hier nur mal kurz erwähnen. Man könnte meinen, ich habe mich schon sehr intensiv mit der Thematik befasst. Aber nein, das sind so Dinge, die ich einfach nur am Rande aufgeschnappt habe. Selber machen. Dann ist die nächste Frage, schafft man es als frisch gebackene Mutter überhaupt noch irgendwas selber zu machen, geschweige denn irgendwie regelmäßig duschen zu gehen und sich die Haare zu waschen? Dann auch noch mit Zwillingen und so. Was soll ich dazu sagen? Respekt an alle Einzelmütter und Respekt an alle Mütter, die gleich zwei Kinder haben. Nee, mir fehlen da einfach die Worte. Respekt an euch, dass ihr das hinkriegt. So, falls die Mütter zugucken. Wisst ihr Bescheid? Ich habe, glaube ich, jetzt wieder genug geredet über Zwillinge und über Geburten und Hebammen und Kaiserschnitt. Und weil bei Zwillingen ist ja Kaiserschnitt auch immer so eine Sache. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr verklagt mich jetzt nicht. Ich habe jetzt aus jeglicher Perspektive irgendwie versucht, dass ihr meinen Wäschechaos da hinten nicht seht. Ich habe nämlich Wäsche gewaschen, diese trocknet jetzt da und leider steht da ein Wäschekorb. Unabhängig davon, ich wollte euch nur ein kurzes Update geben. Ich habe jetzt 3 Tage fleißig Begriffe in meinen Alltag reingedroppt, wie Zwillinge und Schwangerschaft und Hebammen. Ja, und ich muss sagen, ich habe jetzt schon, also bisher noch an einer Hand abzählbar, aber ich habe tatsächlich bisher Werbung bekommen für irgendwie Vaterprodukte, irgendwas für Papas und dann wurde mir noch Werbung angezeigt von Kinderzimmern und ich werde weiter das Experiment beibehalten noch ein paar Tage und gucken, wie sich das so entwickelt oder ob ich vielleicht noch ein bisschen penetranter Werbung kriege. Und ansonsten hat das Experiment bisher tatsächlich ja schon funktioniert. Ich musste ja nicht mal irgendwie Sachen googeln. Es hat einfach mit der Sprache funktioniert und das ist schon, ich finde, das ist schon ein bisschen krass. Stufe 1 des Experiments. Ich habe 3 Tage lang mich ausgiebig über Zwillingsschwangerschaften, Hebammen, Geburten, Geburtshilfe und selbstverständlich auch Umstandskleidung beschäftigt. Ich habe mit mir selbst darüber geredet, mit euch vor der Kamera, mit meiner besten Freundin am Telefon, die sich so dachte, die hat wohl den Schuss nicht gehört, was ist denn mit der falsch? Mit meinem Freund, welcher sich wahrscheinlich genau das gleiche gedacht hat, so wie er geguckt hat. Ich werde jetzt weiter mit euch darüber reden, dass ich sehr, sehr, sehr spannende Werbeanzeigen bekommen habe, weil ich finde, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es viel schlimmer wird, ne? Ich dachte mir jetzt so, okay, nach 3 Tagen irgendwie ein bisschen hier, ein bisschen da quatschen darüber, wird noch nicht so viel passieren. Das war falsch. Meine Ansicht und mein Vorurteil diesbezüglich ist falsch gewesen. Ich habe Screenshots gemacht, ja? Ich habe Anzeigen für Kinderwagen bekommen. Ich habe Anzeigen plötzlich bekommen für irgendwelche Paaraktivitäten. Das ist richtig cool. Ich weiß ja nicht, wer von euch die Känguru-Chroniken gehört hat. So, in den Känguru-Chroniken wird berichtet von The Shop. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das könnte man vielleicht mit dem weltweit bekanntesten Online-Shop im Real Life vergleichen, weil ich mich jetzt nicht beim Namen nenne. Die Känguru-Chroniken haben das sehr schön gemacht, indem man es einfach The Shop nennt. Ja, also The Shop. Der hat mir eine Werbeanzeige gestellt, bei Instagram Werbeanzeigen. Man muss dazu sagen, ich kriege bei Instagram Werbeanzeigen so richtige typische Weiber-Frauen-Klischee-Sachen angezeigt, ne? Schmuck, irgendwie Klamotten, Fotografen, irgendwie sowas. Sowas, das ist so das, was ich angezeigt bekomme. Das hat sich jetzt geändert, tatsächlich. Es hat sich nach 3-mal drüber reden geändert zu zusammenklappbare und tragbare Babyschaukel. Ich finde das so krass. Wir machen weiter. Okay, ich muss dazu sagen, ich kriege auch manchmal irgendwelche günstigen, coolen Möbel gezeigt. Oder irgendwie, keine Ahnung, bau dir deine Möbel aus Pappe selbst oder irgendwie so ein Zeug, ne? Also so richtig, ja, so ein bisschen lockerer, flippiger, auf jeden Fall studentenbudgetmäßige Sachen. Ja, jetzt habe ich ja diese tragbare Babyschaukel und so gezeigt bekommen, aber ein schickes Kleid, das für die unkonventionelle Braut entworfen wurde, kriege ich auch angezeigt.
Und ich kriege definitiv mittlerweile so richtig bonzige Sachen gezeigt. So richtig krasse, teure Möbel mit Sofas und übertrieben teuren Kissen. Und wo irgendwie irgendein Sofa mehrere tausend Euro kostet und so, wo ich mir halt so denke, ich bin ein Student. Ich bin definitiv die komplett falsche Zielgruppe. Werbung verfehlt. Was ich auch bekommen habe, da frage ich mich tatsächlich, why? Also keine Ahnung, maybe, vielleicht habe ich eine sehr männliche Stimme oder ich habe irgendwelche anderen männlich angehauchten Eigenschaften oder so. Ich weiß nicht genau, aber ebenfalls dachte sich Instagram, da sitzt vor uns, vor unserem Handy, sitzt auf jeden Fall gerade ein Papa. Da steht nämlich drauf, der Vatertag kommt, holen Sie sich das besondere Geschenk für den Vater. Und dann steht da so, dann sind da so Oberteile von wegen, ich bin der coolste Papa und so. Jetzt könnte man natürlich sagen, es könnte eine allgemeine Random-Werbung sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde die tragbare Babyschaukel, die war da doch deutlich, ja, deutlicher. Oder ich krieg so Werbung, hast du es auch satt, nicht mehr zur Ruhe zu kommen? Dieses nicht mehr ist schon irgendwie so ein bisschen... Was ich definitiv auch sehr eindeutig fand, ist ein weiterer Werbepost, bei welchem sehr deutlich abgebildet ist, dass wir uns derzeit in einem rosa-weißen Prinzessinnenzimmer befinden und Prinzessinnenbett und ja, so ganz viel Glitzer und Teppiche und keine Ahnung, so ein Kinderzimmer. Ja, und einfach so ein richtig klischeehaftes, rosanes Mädchenzimmer. Da habe ich mir dann so gedacht, woher wollen die denn wissen, dass ich denn überhaupt ein Mädchen oder zwei kriege? Weil es sind Zwillinge. Liebes Handy, ich bitte dich drum, zeig mir doch mal Werbung für Zwillinge an. Ich kriege Zwillinge, zwei Kinder, wie wär's mit dem Doppelbett oder so? Ehrlich, ne? Also ich finde, wenn schon personalisierte Werbung, dann richtig. Ansonsten habe ich wieder so einen Vatertags-Kinder-Post gesehen, von wegen, allmählich wird's knapp und bestelle jetzt letzte Chance irgendein Vatertagsprodukt oder so. Was natürlich ja auch irgendwo meine Zielgruppe wäre, wenn ich jetzt wirklich Kinder bekommen würde, weil das wäre ja schon süß, dann irgendwie den ersten Vatertag mit dem Vater dann zu feiern, wenn man Kinder hätte, glaube ich. Aber that's not happening. Ich muss mich hier nochmal kurz korrigieren. Ich habe noch einen Post gefunden, also ich habe noch eine Werbeanzeige gefunden. Im Blog, die schönsten Instagram-Kinderzimmer. Oh! Auf dem Bild sind sogar diesmal zwei Kinder im Kinderzimmer mit zwei Betten. Ich habe nichts gesagt, liebes Instagram-Team. Ihr seid hervorragend. Eure Werbeanzeige, eure Werbeabteilung ist auf jeden Fall... Ihr habt gute Lauscher. Ihr achtet drauf, was eure Kunden wollen. Definitiv. Props an euch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich denke, das wird jetzt erstmal das letzte Update sein in Bezug auf hören uns unsere elektronischen Geräte zu, um uns personalisierte Werbung zu schicken, weil, dass man Dinge googelt und dann kriegt man Werbung, ist ja recht offensichtlich. Aber hören uns die Geräte denn noch zu? Ich habe gestern nochmal Wörter wie Zwillinge und Sandkasten und solche Dinge genannt. Ja. Und mir wurden noch ein paar Werbeanzeigen angezeigt. Und zwar wurde mir erneut angezeigt die wunderbare Babyschaukel von dem namhaften Online-Verkäufer. Ich nenne ihn jetzt einfach beim Namen, ist mir egal. Ich habe von Amazon Werbung bekommen auf meinem Instagram-Profil beim Switchen der Stories, beim Swipen der Stories. Und zwar gibt es da einmal im Angebot eine Babyschaukel oder aber auch alternativ ein Luftaquarium mit irgendwelchen Fischis, die da so oben über dem Kinderbett hängen. Und ich denke, damit ist das Experiment eigentlich schon recht erfolgreich vonstatten gegangen. Und genau deswegen werde ich das jetzt einfach mal cutten hier an dieser Stelle. Und ich wünsche euch einen wunderschönen, entspannten, coolen Tag. Genießt das Wetter. Ich hoffe, es geht euch gut. Und falls ihr mehr von solchen Experimenten im Alltag haben wollt, könnt ihr mir erstens gerne Ideen schreiben. Ihr könnt es mir als Kommentar oder bei Instagram als Privatnachricht oder als Reaktion auf meine Story oder sonst wie gerne mitteilen. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr. Zeigt mir aber auch, wenn ihr das Video irgendwie liked oder mir schreibt oder so, ihr könnt mir auf diese Art und Weise gerne mitteilen, dass euch das Video gefällt und dass euch die Experimente gefallen und dann werde ich mehr in Zukunft davon machen. Ich habe da nämlich so einige Pläne vor und würde mich da freuen, falls euch das gefällt. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.